Hallo und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Wir müssen keine Ahnung was tun. Auf jeden Fall baden gehen. Nutze. Ich weiß gar nicht, was wir tun müssen. John D. Smith, Tattoo-Künstler. März 2013. 9:30 Uhr. Frohe Weihnachten 2010, Schwester, jetzt hab dich lieb, Josh. Was? Liebe Hannah, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party um 19 Uhr am 13.07.2013. Hier, Casa de Mike bei mir zu Hause, um Antwort wie gebeten. Tatsächlich C. Oh, das wird nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, waghalsiger, junger, extrem gut aussehender Typ und bleibt zu Hause und bestickt Kissen oder übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg, lass dich tätowieren oder so was Ähnliches. Alles, was seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, tu es für die Liebe, oder? Also tu es einfach. Soll ich jetzt ein Bad nehmen? Jetzt sauer. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei. Da geh ich ja wohl nicht hin. Dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten. Sein muss. Licht wäre auch nicht schlecht in dieser Hütte. Und Ash zusammen losgeschickt hab? Naja, ja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ich wünschte, Chris würde endlich rangehen. Er ist wie gelähmt, weil er glaubt, sie würde ihn abschießen. Das wird nie passieren. Was davon?
Nichts davon, wenn er nichts unternimmt. Was er, wie wir Chris kennen, erst tut, wenn man ihm eine Knarre an den Kopf hält. Mikro ist total locker. Angst, dass er demnächst abfällt. Kann nicht mehr mit euch reden. Weißt du, Sam? Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Ach. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Werden wir wohl haben. Wie schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Nicht dazu umknickt. Huch, umdreht ihr jetzt um, blöde Kuh. Ist er denn jetzt? Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Das würde ich auch nicht tun. Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja? Hier will man nicht unbedingt allein sein. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Das stimmt. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? It's true. Hier, kannst du mal halten? Klar. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, halt mal die Lampe still, ach so, damit ich was sehe, okay? Ups, sorry. Hey, was passiert doch jetzt gerade? Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Eigentlich. Okay, gut aus. Super, es läuft. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Ich lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du machst wirklich in Panik. Josh. Ohne Scheiß.
Okay, dein Punkt. 30-0. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Das sind die alten Rohre. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Entgehen lassen soll? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ja, super. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Hallo, Erdan Matt. Ich muss die Tasche holen. Kommst du mit? Ja, ich komme. Totem. Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Hey, M? Ja? Geht's dir jetzt besser? Wie bitte? Das war ein fieser Streit. Je weiter weg von Jessica, desto besser geht's mir. Ich will nur, dass du entspannst. Weißt du? Und Spaß hast. Ich entspanne mich, wenn die anderen es auch tun. Aber danke fürs Aufmuntern. Gerne. Ist ganz schön flott unterwegs, ihr Alte. Ha! Licht! Okay. Woo! Na schön. Jetzt? Hey, Dummkopf, komm hier lang. Willst du
irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Oh, hä? Der will doch keiner. Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Manchmal? Kein Problem, Babe. Aber du solltest dran denken, dass ich mehr für dich sein kann als eine große, muskulöse Gepäcksuchmaschine. Kannst du das beweisen? Auf jeden. Was? Auf jeden. Warte, was soll das heißen? Na, auf jeden Fall. Fall. Ich dachte, das klingt sexy. Naja. Ich habe immer Angst, dass irgendwas passiert. Das ist so. Boah, ich bin so angespannt. Schön hier. Wow. Ich hasse Winter. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich habe nicht nur Muskeln. Ich habe im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Oh, na sieh mal an. Hey. Was soll das denn? Nicht eifersüchtig sein. Warum bringst du mich her? Komm mir vor wie ein Depp. Sei nicht so empfindlich. Ich bin mit dir hier, jetzt gerade. Ja. Mike ist der Depp. Beziehungsstreit. Gameware. Okay, vielleicht ist Depp nicht das richtige Wort. Oh, was denn? Glückspilz. Hm, schon besser. Jetzt schon wieder. Was ist denn eigentlich so Wichtiges in der Tasche? Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Mhm. Oh, hey, die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Erst gucken gehen. Ist echt ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ja, ich lasse das besser. Hey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Ah! Oh! Emily! Emily! Reingelegt, Domi. Scheiße. Du albern. Ach, jetzt komm. Was war das? Weiß nicht. Stimmt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Cool ist das nicht, das stimmt. Bitte sehr, Madame. Danke. Wow, sehr beeindruckend.
vorher noch nicht da. Die Nachricht? Wow. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Bestimmt. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh! Matt! Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Das glaube ich. Sie dann nur weg will. Ah, jetzt kommt der Psychologe wieder. Wie, was ist das? Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Nein. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Mitleid. Okay, also Mike hat Angst vor Isolation. Hast du Mitleid mit ihm? Bisschen. Das zeigt sich aber nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du... Warum sieht das Büro jetzt eigentlich so scheiße aus? Anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ich schätze Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Ich schätze trotzdem, ja, ich... Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Nein. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Ja. Hoffentlich sieht das Büro dann wieder hübsch aus. Verzeihung. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen. Alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein.
So, das Medium wird sie aber erst nächste Mal sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Hunter. Ciao, ciao.